So, hallo, ich begrüße euch zum ziemlich sicher letzten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Und ja, das letzte Mal haben wir die Muscheln vollständig gemacht. Herzteile sind auch alle da. Es ist alles da. Wir haben Balsam dabei. Wir haben nicht alle Fee. Wir haben die Flaschen nicht voll. Sollen wir einfach der Vollständigkeit kurz noch eine Feenquelle aufsuchen? Ist hier eine in der Nähe? Ist hier eine Feenquelle in der Nähe? Hier ist gerade keine in der Nähe, ne? Die sind auch nicht eingezeichnet, glaube ich. Aber ich weiß, wo eine ist. Das machen wir wirklich fix noch. Das machen wir wirklich ganz fix noch. Das ist okay. Das machen wir noch. Dann haben wir wirklich... Das ist dann ein schönerer Abschluss, wenn wir alles voll haben. Ta-ta-ta-ta. Oder vielleicht sogar sie brauchen sollten. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich kann mich an den Boss kaum noch erinnern. Ich will jetzt auch versuchen, gar nichts zu erzählen dazu. Heilen wir uns noch voll. So richtig kann ich mich nicht mehr... Also so ein bisschen was sehe ich vor mir, ne? Aber nicht alles. Ich weiß, dass es Stellen gab, wo ich als Kind wieder gedacht habe, hä? Wie geht denn der? Und ich hier nicht geschafft habe. Ich weiß, dass es da Stellen gab. Ich bin gespannt, wie es jetzt ist. Ob ich ihn verstehe oder nicht. Ob meine Erinnerung ausreicht, um ihn zu verstehen. Ich weiß, dass es Stellen gab, wo ich nicht wusste, wie er funktioniert. Na, wir gucken mal. So. Ab zum Windfisch. Das Windfischei ist offen. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Geh in das Ei. Huhu. Huhu. Tja, was werden wir hier nur brauchen? Moment, die Lupe kann ich ja gar nicht ausrüsten. Kann ich runterfallen? Ah. Ja, genau, jetzt sind wir hier. Ja, jeder Raum ist gleich. Alles sieht identisch aus. Typische Geschichte, wie sie es bei Zelda-Sachen gerne machen.
Wenn man zurückläuft, sprint die Kamera kurz rum. Und dann kommt man an den Anfang. Und wir haben aber ja schon herausgefunden. Das heißt, wir haben schon ein Foto gemacht von dem Buch. Kann ein Ei ein Evergarden sein? Also rechts, hoch, links, links, hoch, links, links, hoch. Kriege ich es auswendig hin? Rechts, hoch und dann einfach nur links, links, hoch, links, links, hoch. Zweimal das gleiche. Und rechts, hoch vorher. Sollte ich mir doch merken können. So, jetzt kommt der große Moment. Rechts, hoch und jetzt zweimal einfach nur links, links, hoch. Links, links, hoch und links, links, hoch. Das sieht so episch aus. Viel epischer als im Original. Da war das einfach nur so eine graue Fläche. Das haben sie schon richtig gut gemacht. Ich bin jetzt mega gespannt, wie sie den Boss umgesetzt haben. Ab geht's. Wir sind aus Albträumen geboren. Wir haben den Windfisch in endlosen Schlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir hier für immer geherrscht. Jahaha, aber wer weiß. Noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Der Albtraum. Genauso stellt man sich einen Albtraum vor. Okay. So funktioniert das schon mal nicht. Nee, das Schwert tut ihm nichts. Okay, Pfeil hoch. Treffen nicht. Nee, treffen nicht. Enterhaken. Und auch nichts. Magischer Stab. Auch nicht interessant. Bumerang. Auch nicht interessant. Oh. Hat es jetzt getroffen? Das gibt's doch nicht. Es trifft's, aber ich glaube, es macht keinen Schaden, ne? Zauberpulver? Oh mein Gott. Genau das ist das, was ich meinte als Kind, ne? Ich hab. Ja, ich glaube, ich bin nicht aufs Zauberpulver gekommen. Das war eine der Phasen, die ich nicht verstanden hatte. Okay. Ja, er nimmt verschiedene Formen an. Jede Form geht so ein bisschen anders. Hilfe. Die kenne ich auch noch. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen wie Aghanim aus dem Dings dann. Ah, wollte ich nicht. Kann man zurückschleudern. Das Ding, genau. Ja, das ist so ein bisschen die Aghanim-Form. Bam. Diese typische Tennisspiel-Geschichte. Aber hier. Oh, ja. Aber hier. Das war ja hier vor Aghanim eigentlich ins Original. Ach Mensch. Wie ist der Aghanim? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Den habt ihr dann eher wieder übernommen. So. Bam. Okay, ist keine Tennisspielgeschichte. Es ist mehr so: gucken, was du zurückschlagen kannst und was nicht. Ah ja, okay, das ist jetzt klar. Das funktioniert ganz simpel. Schön auf das Gesicht am Schwanz. Yo! Chill! Chill, mein Freund. Okay.
Irgendwann kam auch noch eine Form, die so ein bisschen ausgesehen hat. Ja. Wie fucking Ganon. Wir haben auch keine Silberpfeile. Waren es normale Pfeile? Oh mein Gott. Ich weiß keine Ahnung mehr. Das war's nicht. Kann ich die hauen? Nein, die kann ich nicht hauen. Kann ich zurückschleudern? Nein. Ah! Hilfe. Kann man draufrennen? Nein, auch nicht. Hilfe! Wie ging das? Ich weiß es nicht mehr. Aua! Ich glaube, wenn er das wegschleudert, ich glaube, dann kann ich ihn angreifen. Mist! Ja. Habe ich Balsam? Ja, ich habe Balsam, okay. So, schleuder dein Dings weg. Ja, genau, und dann einfach draufrennen. Aha, also einfach ist gut, ne? Okay, ich setze erstmal eine Fee ein, bevor der Balsam kommt. Schon gut, dass wir die dabei haben. So, schleuder es hierher. Und jetzt drauf. Nice! So. Aua! Pfeil und Bogen. Okay, zack. Ja, das ist wirklich ein richtig cooler Endkampf bei einem Zelda. Spiel. Muss man schon. Und für damals, ne, das war ja einer der ersten Endkämpfe bei einem Zelda-Spiel. Also, der war schon echt cool. Was ist das jetzt? Das kenne ich nicht. Hilfe. Doch, das kenne ich. Doch, kenne ich. Alles gut, kenne ich. Ich glaube, springen und Pfeil und Bogen, ne? Aua. Ja, doch, kenne ich. Passt schon, alles gut. Kann ich ihn öfter treffen? Keine Ahnung. Ja, kann ich. Okay, sehr gut. Auch mit Bombenpfeil? Ah, jetzt kann ich nicht mehr springen. Das war super dumm. Kann ich ihn auch ins Gesicht schlagen einfach? Nein, es muss schon. Okay. Das war's. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Paff. Du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Ich mach das Gepiepe gerade nicht. Nein, ich kann nicht. Ich kann das Menü nicht aufrufen. Ich wollte jetzt mir eine Fee nochmal reinpfeffern, damit das Gepiepe aufhört. Ja, du musst jetzt leider im Hintergrund piepen. I'm sorry. Ich gehe trotzdem ganz andächtig die Treppe nach oben. Okay, jetzt piept es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, jetzt piept nichts mehr. Achso, er geht selber. Und da ruht er. Nein, dich meine ich nicht. Uhu. Du hast es geschafft, Link. Alle Albträume sind besiegt. Du hast deine Weisheit, deinen Mut und deine Kraft unter Beweis gestellt. Ich bin Teil der Seele des Windfisches. Und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Link, um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Link. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Auf Wiedersehen. Uhu, uhu.
Ich bin der Windfisch. Lang war mein Schlaf. In meinem Traum erschien ein Ei. Mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolin verschwunden sein. In deiner Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Eines Tages wirst du dich an Kokolin erinnern und denken, es war gar kein Traum. Komm, Link. Lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele das Lied des Erwachens. Spiele die 8 Instrumente. Bildlich scheint hier nichts mehr zu passieren. Boah! Das war schön, das Spiel mal wieder zu spielen. Vor allem mit den vielen Verbesserungen, die im Original nicht so gut waren, dass man halt nur die 2 Items immer hatte und so weiter. Und hier hast du ja vieles standardmäßig gehabt. Die Pegasus-Stiefel, das Kraftarmband. Das war so viel angenehmer, dass man nicht immer wechseln muss, wenn man was hochheben wollte. Gott, das war ein Spaß. Ah, es ist wirklich, wirklich toll geworden. Kann man nichts anderes sagen. Ein ganz fantastisches Spiel. Ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Kommt mir gerade, im Original musste man ja sogar das Schwert an- und auswählen, richtig. Das heißt, man konnte niemals, es war niemals möglich, gleichzeitig mit dem Schwert den Pegasus zu stiefeln und zu springen. Richtig, das ging, glaube ich, gar nicht.
entweder Rennen und Schwert oder Pegasusstiefel und Schwert also entweder Pegasusstiefel und Schwert oder Feder und Schwert. Eieiei. Nein, es hat sich so viel schöner gespielt, aber das Original war auch schon toll. Und dieses Lied halt, ne, das Windfisch-Theme. Das ist was, das kam ja nie wieder in Zelda vor. Das ist so eine schöne Melodie. Deswegen ist es schon toll, dass sie das hier mehrmals in allen Varianten und so weiter nochmal eingebaut haben. Und im Trailer war es ja sogar Gesang. Ich glaube nur, ich habe eine Sequenz verpasst, nämlich wo Maren... Ich habe irgend sowas in Erinnerung, dass es da im Original auch eine Sequenz gibt, wo Maren vor dem Fischerei steht. Aber die scheint optional zu sein. Die kann man verpassen. Oder ich erinnere mich falsch. Keine Ahnung. Falls euch diese Sequenz interessiert, müsst ihr sie halt irgendwie auf YouTube suchen. Die gibt es bestimmt auch einzeln. Sollte es sie geben. Wenn es sie nicht gibt, dann habe ich halt Quatsch erzählt. Ach, was ein schönes Spiel. Damit ist auch dieser Traum leider schon wieder zu Ende. Schade, schade. Ende. Ich mute mich nochmal. Okay, das war kurz. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war das Ende, was man bekommt, wenn man nicht stirbt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Speichern. Na, natürlich speichert er einem Windfischei. Und da starten wir wieder von vorne. Es begann mit einem Schiffbruch und es endet mit einem Schiffbruch. Was ein schöner Traum. Aber jetzt rückwirkend, Heldenmodus. Puh. Ich glaube, ich wäre schon, ne? Also, da wäre ich ordentlich mal gestorben. Eieiei. Jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwas Neues, aber ich glaube nicht. Tschüss, ich gehe wieder. Ich hab's mir anders überlegt. Windfisch soll Windfisch bleiben. Ich will nur gucken, ob jetzt vielleicht noch die letzte Figur hier auftaucht. Komet, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, an Komet kommt man über ein Amiibo. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Nein, da ist er! Gut, dass wir es gemacht haben. Gut, dass wir es gemacht haben. Okay, also nachdem man das Windfischei öffnet oder nachdem man, vielleicht auch nachdem man den besiegt hat und es neu gespeichert wird. Weiß es nicht. Aber hier ist jedenfalls Komet. Gott. Da wäre es einfach sinnvoll, wenn wir es schaffen würden, dass er von dem Ding runterfährt. Also das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich ihn sofort greifen kann. Ja, jetzt rollt er erstmal runter. Das ist okay. Dann ist er da in der Mitte. Und nicht ganz so am Stressen. Das ist okay. Ja, let's go. Jetzt gucken wir mal. Da dürfte jetzt nicht allzu viel. Nein! Roll den mir da rein, roll den mir da rein. Los, los, los. Oh, nein, jetzt ist er auf der Plattform. Jetzt habe ich ihn auf die Plattform drauf. Okay, jetzt rollt er wieder runter. Das wäre jetzt blöd gewesen. Jetzt rollt er so ein bisschen vor und zurück auch noch. Bäh. Bäh. So, bleib da. So ist gut. Und zu, und zu, und zu. Yes. Der ist safe. Der kann nicht rausfallen. Der kann nicht rausfallen. Super gut. Sehr schön. Wir haben Komet. Nein. Lass mich in Ruhe. Das Easter Egg mit Maren. Ich erzähl's kurz, weil ich jetzt ein Video davon gesehen habe.
Wenn man mit Marin hier reingeht, ja, während man sie praktisch nach Zodorf begleitet, dann will sie hier spielen. Und sie schafft es aber so zu spielen, dass sie mit dem Greifhaken den Typ selber angelt. Und dann schmeißt er einen raus. Du hast ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Das macht dich hier drin zum Champion. Dafür verdienst du diesen Kammerherr. Oh! Für alle Figuren gibt es noch einen Kammerstein. Ja, da muss ich ja noch mal gucken, was der jetzt neu, was das für eine Kammer ist. Ja, toll. Jetzt ist der Preis reduziert, wenn man alles hat. Super. Finde ich immer super, wenn man Sachen reduziert bekommt, wenn man sie nicht mehr braucht. Oh, sorry. So, setzen wir es denn noch hier hin. Guck mal, was ich hier Hübsches habe. Ab dafür. Interessiert sie gar nicht. Sehr schön. Dann haben wir alle Figuren gesetzt. Aber das heißt, man muss die Figuren gar nicht setzen, um die Belohnung zu bekommen. Es reicht. Es reicht, wenn man... Ich guck noch mal kurz hier hoch. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder mich unterbreche gleichzeitig. Ob jetzt noch ein neuer Kammerstein hier ist? Bitte nicht. Nein! Alles klar. Ich bin raus. Ja gut, dann kriegen wir nicht alle Kammersteine. Macht auch nichts. Aber den neuen gucken wir uns noch an. Den finden wir jetzt auch, weil wir haben bisher alles geöffnet. Es gibt keine neuen Kammern. Das heißt, den können wir jetzt nur entdecken, erkunden. Also, wir werden ihn entdecken, welcher neu ist. So meine ich das. Ich rede schon wieder Quatsch. Vielleicht ist es auch ein Effekt, kein Stein. Kann auch sein. Ja, ist ein Effektstein. Monster! Fallen dann Monster von der Decke, oder was? Das gucken wir uns noch schnell an. Stimmt, es könnte auch ein Effektstein noch sein, den es da im Shop gibt. So, den bauen wir jetzt anders an. Hier kommt der Effekt raus. Und jetzt gibt es hier einen Monster-Effekt. Hä? Wieso nicht auf den Raum? Ich kann doch Herzen runterfallen lassen. Warum nicht Gegner? Weil es ein Raum komplett ohne Gegner ist, oder wie? Nehmen wir halt einen anderen Raum. Zum Beispiel den da. Was ist jetzt sein Problem? Ach, ich brauche eine Truhe für eine Tür. Ja, nehmen wir halt... Ne, da ist keine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Kann ich da jetzt Gegner runterfallen lassen? Da kann ich Gegner. Also, es geht nur da, wo wirklich auch Gegner fallen würden. Okay, Abflug. Ach, sind es einfach nur mehr Fledermäuse gewesen, oder? Ach so, das verändert den Raum. Das macht den Raum einfach schwerer. Deswegen ging es beim Boss nicht. Ah, ich verstehe. Ich dachte, sie fallen irgendwie so runter oder sowas, aber tun sie nicht. Okay. Ja, cool. Nee, tschüss. Ja, coole Sache. Also alleine, dass das... Ah, lass mich mal kurz Tipps von Boris lesen, was Treppen angeht. Ja, und wie kann ich jetzt die Verbindung ändern? Die Verbindung macht nämlich Mist. Ja. Danke. Danke für nichts.
Danke für nichts. Hat er das irgendwo erklärt? Nein. Danke für nichts. Treppen sind einfach komplett zufällig verbunden. Cool. Gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, vielleicht kann man es irgendwie verändern. Ich habe keine Ahnung, dann wisst ihr da eher wieder Bescheid als ich. Wir schließen hier ab. Das war Link's Awakening. Die Switch-Version. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es war wunderschön, wieder einen Teil der Kindheit nochmal neu zu erleben. Und ja, ich wüsste nicht, was wir noch zu tun haben. Der Completionist hatte auf jeden Fall noch ordentlich zu tun, hier, Entschuldigung, neue Kammern freizuschalten mit Geld und Krams. Aber wir haben nichts mehr zu tun. Wir sind fertig. Insofern, mein Fazit wäre, es ist, habe ich eigentlich schon bei den Credits gesagt, es ist ein wunderschönes Spiel geworden. Es gibt ganz wenig, was ich dran auszusetzen hätte. Was hätte ich dran auszusetzen? Ja, ein paar Missionen hier bei den Kammern waren am Anfang ein bisschen schleppend. Als es dann, es wurde dann besser, als es dann sowas gab, eben wie, du hast nur 3 Herzen und so weiter. Das mit den Treppen bleibt dumm. Die Treppen sind richtig blöd zu verbinden. Das gefällt mir nicht. Ansonsten. Muscheldetektor großartig. Der Heldenmodus wäre halt jetzt wirklich würde mich noch reizen, aber das ist wieder viel zu viel Zeit, die dabei drauf geht. Wir müssen im Mario Maker weitermachen. Wir haben da auch noch einiges. Jetzt werden wahrscheinlich Millionen neue Level aufgetaucht sein. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir mal ganz kurz... Wir gucken mal ganz kurz rein. Was ich hier alles... Ach so. Ah, ich muss das updaten. Ja, ergibt Sinn. Ich muss das Spiel natürlich erst updaten wegen dem Freundeskram. Ah, okay. Dann lade ich jetzt gleich mal das Update. Und wir sind jedenfalls mit Link's Awakening durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war eine tolle Reise, ein toller Traum, der jetzt leider zu Ende ist. Die Grafik ist bombastisch geworden. Weil viele waren ja da auch in der ersten... Nämlich nicht viele. Viele kann man nicht sagen. Einige waren da ja auch wieder kritisch. So von wegen, wie sieht das aus? Ich will, dass es so aussieht, wie ich das haben will. Aber hat sie wirklich ganz toll gemacht. In dem Stil jetzt ein Remake von Oracle of Ages und Seasons. Das wäre der Hammer. Also Ages und Seasons. Auch ganz große Zelda-Spiele. Ganz große Zelda-Spiele. Jetzt könnte man ja vieles, was da auch wieder schlecht war, eben mit dieser Methode hier, ne, dass viele Sachen einfach automatisch funktionieren, dass man sie nicht auswählen muss. Das könnte man jetzt ja alles verbessern. Und zwar richtig stark verbessern. Also bitte, bitte Nintendo, ein Oracle of Seasons und Ages Remade als nächstes. Wir sind alle glücklich. So. Ja, das war's. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.